So, okay, wir sind mitten im Kampf, mal wieder. Und das, wie vielte Mal ist es eigentlich, dass wir mitten in einem Kampf starten? Na egal, na, ist egal. Ja, das nimmt jetzt sogar schon beim Mittelmegas überhand. Egal, anderes Spiel wollen wir ja nicht bereden. Ne? Okay, Todes, nein, ach, ich liebe dich, Ausweich, Skill, Varo, was auch immer. Okay, nein, ja, nein, ach Gott, Sakra, fuck, genau, Gott, Sakra, fuck, Bums, nein, immer noch nicht, ach komm schon, Dullahan, stirb, wir wollen zu Vulturo, wir haben eine Rechnung mit ihm offen, der gute Alte. So, da oben, du wirst abhauen wahrscheinlich, sowieso, Moment. Okay, Moment, da ist ein Schalter. Das heißt, wenn ich den jetzt aktiviere und den Guten dann anspreche, kann er nicht mehr abhauen, oder? Oder? Sehe ich es falsch? Ich weiß nicht. Aber dafür müssen wir uns erstmal noch durch eine ganze... Oh Gott, ja, durch eine ganze Horde Monster metzeln! Monster metzeln! Gut, und dann machen wir das. Aktivieren wir den Schalter auf der anderen Seite, an den wir hoffentlich drankommen. Dann hoffen wir mal, dass der Gute nicht abhauen kann. Weil wenn, dann sind wir endlich da und können uns den letzten Kristall holen. Und dann sind wir... Aua, jetzt, ich hätte mich auf mein Bein hauen sollen. Und dann sind wir auf der Zielgerade. Langsam. Es ist immer noch sehr langsam. Es kommt immer noch eine ganze Menge am Spiel. Also, für alle Mystic-Quest-Fans, denkt nicht, nein, da ist das Spiel vorbei. Nein, es ist noch lange nicht vorbei. Das kann ich euch versichern. Es sind... Na? Es werden noch einige Videos. Ich bin nur momentan eins gespannt, was ich mich wirklich frage, ernsthaft, ob Mischief Megas oder Mystic Quest Legends eher fertig wird. Das ist jetzt hier die einzige Frage, die ich mir momentan stelle, weil ja, ich bin bei beiden Spielen ungefähr gleich weit, würde ich sagen. Es kommt nicht mehr viel, es kommt also einige paar Sachen stehen noch aus, aber so viel ist es nun auch wieder nicht. Deswegen, na, ich bin überrascht, ich lasse mich überraschen und bin gespannt. Umska, Umska, und ich sehe natürlich jetzt auch daran, es war wirklich, glaube ich, die richtige Entscheidung, dass ich mich für zwei Mystic Quests und einen Mischief Makers entschieden habe pro Tag, denn hätte ich ein mal Mystic Quest nur genommen, dann wäre ich jetzt irgendwo noch, wo wäre ich jetzt? Warte, die Hälfte. Ich glaube, ich wäre noch in der, nee, ich wäre irgendwo in irgendeinem Feuergebiet jetzt noch, ja, und nö, das war schon ganz richtig so die Entscheidung. Yeah, ich wurde bestätigt, ich muss mir eben auf die Schulter klopfen. So, danke. Oh, super. Aber ich kämpfe lieber gerade gegen euch Gegner hier. Also gegen euch da rechts, weil ich hasse euch eigentlich, aber... Nö, gerade habe ich absolut nichts gegen euch, weil ihr seid bei weitem nicht so schlimm wie die Sphinx, wie die... Diese Gurus, diese... Was war da noch, was mich so genervt hat? Die Augen, genau. Da kämpfe ich lieber gegen 10 von euch als... gegen 3 von diesen anderen Viechern. Und, ach, komm mal, das kann doch nicht besser aussehen als so jetzt, oder? So, Luftflug. Nein! Ach, scheiße! Ach, ich wollte Kalia noch auf manuell schalten, damit sie das auch tut. Na, egal. Dieser Soundeffekt immer. Der ist so toll. Darf ich jetzt nochmal? Okay. Betäubt. Ja, danke. Super. Seht ihr, deswegen mag ich diese Gegner, denn sie können eigentlich gar nichts. Nö. Die sehen nur hässlich aus und haben eine niedliche Form, wenn sie geschwächt sind. Ha? Ach, nicht mehr viel, dann sind wir beim Knopf, den wir... Oh nein, oh, das ist wieder so eine Scheißparty jetzt. Sphinx und Augen. Kalia, du wusstest auch, ich wusste doch, dass du das Auge angreifst. Ich weiß langsam, wie du tickst, deswegen greife ich das Auge auch... Nein! Kalia, I hate you so much. Kalia, Quatsch. Sphinx, was? Wer kann das von euch? Der Guru ist doch gar nicht da. Das ist der Ausgleich, ich wusste es doch. Der Ausgleich dafür, dass es gestern so gut lief. Och man. Kackdinger, oh man. Kalia, ich muss dich auf manuell schalten, du bist allein zu unfähig. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber es ist immer so. Du sollst gefälligst die Sphinx töten. Oh. Oh. Ey, okay, ich kann's vergessen. Komm mal neu, bitte. Ja, komm. Ey. Gibt's ja nicht auch so ein Zähler am Ende? Nein, gibt's sicherlich nicht. Das gibt's bei RPGs, glaube ich, nicht wirklich. So, wie oft ist der wann, wo und warum, deswegen durch was verdammt gestorben? Höllebebe. So, wir gehen von links nach rechts. Wir töten... Oh nein, Dullahan, du bist bei weitem nicht so schlimm wie das linke Vieh. So, das schlimmste Kackvieh ist weg.
dann kümmern wir uns doch um unseren Magiekiller. Na, ah, dann. Ah, okay. Gut, jetzt darfst du daneben schauen, du bist erblindet. Erblindet? Das ist aber traurig. So. Ja, egal, schlag weiter auf das Auge ein, wird schon nicht so viel verkehrt dran sein, wenn das viel weg ist. Oh Mann! Nein! No, it's not good. Not good, not good. Very ungut. Gut, 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 ich bin schneller gewesen. So, darf ich möchte dich wieder auf automatisch schalten, Mädel. Mädel. Okay, so, Bumskabumski. Und nein, natürlich nicht, war klar. Ah, scheiße. Yay, okay, super. Weg frei und da sind noch drei Gegner oder noch zwei, ich weiß es nicht. Jedenfalls sind ihr Schlangenköpfe und seht ihr. Ich liebe es, wenn ihr da seid. Nein! Ich vergeig's jedes Mal wieder, sie auf manuell zu schalten, wenn ich flaubern will. Genau, flauber. Flower Power. Nee, oh, es betäubt. Ach, scheiße. Na gut, du hast mich daran gehindert, scheiße zu machen, Kalia. Nein, du lahm hier da hinten. Guck mal, du hilfst mir sogar noch, obwohl du mein Gegner bist. Das ist so. Das ist so ergreifend, dass ich da leider nicht mit dieser Last leben kann. Oder er hat gesagt, du kannst nicht mit dieser Last leben, deswegen muss ich dich auch umbringen. Was war das schon wieder? Das sah böse aus. Totenköpfe heißt nochmal tot. Logischerweise, wie der Name schon sagt, Totenköpfe. Geht doch. So und. Nein, noch zwei. Na, egal. Aber dann haben wir diese ganze Etage fast komplett leergeräumt. Also so richtig gefegt, kann man schon sagen. Da sind nämlich alle weg. Nein, ich vergeig schon wieder. Kalia, erinnere mich doch mal gefälligst dran, dass ich dich auf manuell schalten soll. Oder ihr, warum erinnert mich nicht daran? Ihr könnt mir jetzt zwar gar nichts sagen, weil ich das ja gerade zeitversetzt aufnehme, aber das ist scheißegal. Ich brauche jetzt eine Ausrede dafür. Ah ja, dieses Spiel bringt einen noch um den Verstand. Um den Verstand. Flammenaura. Bumski-Bums. Bumski-Bums, warum sage ich das eigentlich jetzt momentan so oft? Nein, mach nichts, was mich wieder täubt. Was? Ach, egal, stirb. Oh, dieses Mystic Quest hat die beste Musik auf der Welt. Na, jedenfalls eines der Spiele mit der besten Musik. Ah, toll. Vor allem dieses Kampflied. Da gibt es so geile Remixe von, Leute. Ich kann den nur jedem empfehlen, der Videospiel-Remixe mag. Oh, wow. Glaube ich, werde ich auch mal ein paar vorstellen. Oder einen besonders vorstellen. Am Ende des Spiels habe ich mir was überlegt. Vielleicht mache ich es, vielleicht nicht. Wenn ich es mache, dann juhu. Wenn ich es nicht mache, dann oh. Mal sehen. Augendorn. Aus. Scheiße. Why are you doing this to me? Das wollte ich gar nicht. Verdammt. Na, Mann, ja, Hinrichtung, genau, töte dich selber, habe ich kein Problem mit. Da habe ich allerdings jetzt ganz großes Problem mit, mein Kumpel. So, du heilst mich eh, wusste ich doch. Siehst du, der Computer ist darauf getrimmt, jedes Mal Lebenszauber einzusetzen, wenn einer stirbt, was ich gut finde. Ja, das ist wirklich gut überlegt. Nicht, dass er so weiterkämpft, doch du, scheiß auf dich und deine Sippe und deine Familie. Nein, eben nicht. Habe ich jetzt schon angegriffen? Ja, ne, jetzt saß er. Okay, One Hit KO, super, awesome, genial, okay. So, und den legen wir um. So, und der dürfte jetzt nach meinen Regeln nicht mehr abhauen können. Guck mal, wie alles weg ist. Jetzt alles tot. Aber so richtig down. Und so wollen wir das auch. Nein, Moment, so. Fulturu, mein Freund. Bitte, hau nicht ab. Kämpfe jetzt wie ein Vogel. Wie auch immer ein Vogel kämpfen mag. So, dich heile ich nochmal. Nochmal hier. Und ihr beide kriegt nochmal einen Zaubertrank. So. Und nochmal speichern. Bumska, okay. So. Und Futuro. Bitte hau nicht ab. Nein! Warum? Wieso? Ich hab den Schalter doch umgelegt. Das ist Cheaterei. Warum hat das nicht geklappt? Egal, wir suchen den jetzt, weil ich glaube, wir können jetzt jede Etage bereisen, ohne gegen Monster zu kämpfen. Oder, ich korrigiere mich, ich hoffe, wir können jetzt jede Etage bereisen, ohne gegen Monster zu kämpfen. Denn ich habe langsam, Leute, ohne Witz, ich habe keine Lust mehr auf diesen Turm. Der Turm ist scheiße. Nein, da ist er nicht. Wo kann der denn dann sein? Ach, Vulturo. Warum haust du überhaupt ab? Was soll das? Willst du uns verarschen? Ja, natürlich willst du uns verarschen, sonst würdest du das hier nicht machen. Oh Gott, wo ist der denn jetzt? Ist er nach oben, nach unten?
Bist du hier? Nein. Und ich habe auch keine Lust, da lang zu gehen. Auch, Mann. Vulturo. Ich sehe es schon kommen. Das Video wird jetzt nur darum gehen. Where the fuck is Vulturo? Hier ist er jedenfalls nicht. Gehen wir runter. Was ist da? Eine Kiste. Na toll, okay. Gucken wir mal. Kraft und Juhu, wir freuen uns ja total. Rüber da. Rüber da, sagte ich so. Das auch nicht. Na, ich kann nicht sehen, ob er da ist. Scheiß drauf, ich kill euch jetzt. Na, komm. Hallo, Optik, Trick, Big, Wick, Frick, Srick. Bams, einfach. Okay, ihr seid zu dritt. Wir sind zu zweit. Das ist unfair, aber ist egal. Ja, wir dürfen nicht zaubern. Keine Flammenaura für euch. Das ist nicht schlimm.